Und herzlich willkommen zu LS17, die Staffel 2. Immer noch auf der Sosnowka und wir haben Zuwachs bekommen. Und zwar der Manuel. Jan ist natürlich auch wieder dabei. Hi. Moin. So, ja, Manuel, stell dich mal vor. Ja, ich bin Manuel. Ja. Ja, reicht schon. Gut, ja, wir sind jetzt das ATO-Team. Das Agrarteam online und ja, das ist unser Hof, kennt ihr ja schon. Wir bewirtschaften ihn jetzt online auf dem Server. Bei Nitrado, ich mache jetzt mal kleine Werbung für Nitrado. Ja, und wir fangen jetzt an, ein bisschen zu arbeiten hier. Der Manuel ist jetzt gerade auf dem Weg. Wohin? Und ja, wir folgen ihn einfach mal. Ich folge ihn jetzt auch mal. Jan fährt Drescher und ich fahre meinen Trecker. Jo. Können wir anfangen? Welchen Hänger nehme ich denn da jetzt? Ah, Krampel. Natürlich. Und auf einmal sind sie alle ruhig. Ja. Manu, wo bist du jetzt eigentlich hin? Ich stehe jetzt bei der 23. Okay. Trecker ist relativ langsam eingestellt. 1 km/h. Ja, war der Roder auch. Verstehe ich aber nicht, warum der jetzt auf 1 km/h eingestellt ist. Ich stelle den mal auf 16. Ist egal. So. Jetzt gehen wir ein bisschen den Mais, machen Maisdreschen und ja, es wird wahrscheinlich noch ein bisschen was mehr kommen als nur Mais. Was ich sagen soll, ja. Ach, sei einfach du selbst. Du So wie immer. Quatsch, Quatsch, irgendwas, ist egal. Solange du keine Namen nennst. Nein, außer Vornamen ganz normal. Ja, genau. Könnte nicht rein theoretisch einer jetzt die Kartoffeln weitermachen, dass ich immer nur zwischenfahre wegen Abtanken? Das könnte man machen. Aber wir können auch noch warten, also so ist es nicht. Weil sonst hätten wir den Kampe von dir hier stehen lassen wegen Mais und ich wäre dann beim Kartoffelruder dann beigeblieben. Dass wir so ein bisschen parallel laufen. Ja, das können wir machen. Ja, sonst hat ja einer nichts zu tun. Ja. Oder soll ich den Ruder fahren? Du, das ist mir gerade egal, also. Weil da muss Sven eben zwischenpendeln, wegen Ja, Abtanken. ist gar kein Ding. Ist deiner denn schon einigermaßen voll, oder? Der Ruder? Boah, habe ich jetzt 29. Ja, dann reicht das noch. Ja, geht aber bei Kartoffeln ziemlich schnell voll, ne? Geht. Ja, da muss ich jetzt mal gucken, was nehme ich denn jetzt für die Kartoffeln und was nehme ich für den Mais. Glaube, ich nehme den hier für die Kartoffeln. Machen gerade Aufnahmen. Ja. Mal gucken, ob das klappt hier. Das GPS hier. Sag Bescheid, wenn du voll bist oder so ansatzweise voll bist. Also ich kann dir bei 80% Bescheid sagen, Sven. Ja, dann kann ich noch rüber switchen. Also mit GPS-Mod geht ganz gut. Ja, so soll's sein. Jetzt muss ich erstmal eine gerade Linie ziehen hier wieder. Fährst du einmal rum, Jan, oder fährst du gleich hin und her? Zurück. Okay.
Ja, schon mal angedonnert. Jo, ich habe jetzt 45%. Ich bin gleich ganz oben. Irgendwo 50%. Kann man das nicht eigentlich auch, damit man das noch ein bisschen spektakulärer macht, ne? Könnte man das nicht auch mit dem ÜRW machen? Ja, aber ich glaube, das lohnt sich nicht bei dieser kleinen, bei den kleinen Flächen hier. Nee, das lohnt sich auch nicht. Ah, der hat die Pipe auf der anderen Seite. Ja, toll. Erstes Fail. Fail, hey, Bob. Hey. Ja. Oh, stell dich mal am Ende hin, da komm ich bestimmt hin. Ja, 53 hast du drin gerade. Oh. Ich glaube 48, als ich drüben rausgefahren bin. Ich sehe dich schon gar nicht mehr. So weit bist du weg. Also ich finde das mit GPS ganz angenehm zu fahren. Da brauchst du gar nichts mehr machen. Deswegen haben wir ihn ja. Haben wir das selber auf die Nüsse ging. Ja, ich sag mal, wenn du so kleine Felder hast, wie hier zum Beispiel jetzt die 19, dann kannst du das noch alleine machen, ne? Aber ich sag mal so wie die 18 und so, die großen Felder, ne? Ja, da brauchst du das Ding auf jeden Fall. Da haust du sonst echt die Bogen rein. Das habe ich beim Dreschen letztens gemerkt, ey. Na, kommt einmal schief, hast du das ganze Feld immer so komisch, krumm und schief. Ja, und das merkst du erst, wenn du dann nachher nochmal kurz mal rüber guckst, dann merkst du, du hast einen Bogen. Ja, wir können ja nachher auch rein theoretisch können wir doch, wenn jetzt das erste Feld fertig ist, ne, fahre ich ja Jan hinterher, wegen Dreschen. Könntest du denn nicht rein theoretisch schon Aufnahme zum Grubbern machen, Sven? Ja, das könnte ich machen, ja. Ja, so dass du alles so ein bisschen drin hast. Also ich habe jetzt 87%. Ja, das ist zweite Staffel, also hier haben wir auch schon die Hälfte haben wir ja sowieso schon drin. In der ersten Staffel, also von daher, das was jetzt noch kommt, das kennen die Leute schon. Ja, aber auch mit Grubbern und so meine ich. Das kennen die alle schon. Abwechslung hat. Das ist alles schon in der ersten Staffel alles schon durchgenommen worden. Durchgenommen? 94. Ja, kommt auf jeden Fall noch bis Ende, bloß Sven muss sehen, dass er runterkommt. Ja, der kommt runter, der hat jetzt 96. Du stehst da unten schon an der Straße, oder was? Ja, ja. Oh, wie gammelig ist das denn? Oh. Sorry. Ben, ich hab jetzt 95. Ja, jetzt musst du kurz warten. Ich muss Jan erstmal abschalten. Ja, hättest du da stehen bleiben können, dann wäre ich da rangekommen. Nö, dresch du weiter. Ja, irgendwie. Ich kann jetzt auch nicht zurücksetzen. Ich muss jetzt auch nochmal wieder rumfahren. Den scheiß Dolly hinten dran. Das Menü stellt sich komplett aus. Ja, das ist eine Taste O. Das ist normal. Oh. Weil du den Hub anhast. Ansonsten musst du kurz deinen Flugmodus wieder ausstellen. Jetzt sehen wir hier mal gar nichts. Was willst du denn? Ich will hier rein. Ja, warum? Oh. Ich habe nichts gesehen, deswegen muss ich vorfahren. Ja, der Rode hat ja nur eine Kapazität von 20.000, ne? Sven, du musst mir gleich nochmal erklären, wie ich den Hub aufstelle. Ja, den erkläre ich dir nach der Aufnahme. Okay, alles klar. Aber das ist nervig. Ach, du hast gerade selbst abgetankt? Ja, gerade. Ah, okay. Gerade deswegen. Dann hätte ich jetzt nämlich, denkst du, die Abladeseite auf der falschen Stelle, auf der falschen Seite. Deswegen. Ja, und da, okay. Jetzt wird's gleich.
bisschen knifflig, ja, hin und her zu zwitschen. Ja, also, ich sag mal. Das kurze Feld kann man nur sich das selber abtanken. Da ja, stellt sich auf einer Seite den Träger hin und das ist gut. Hab ich jetzt auch gerade gemacht. Das einmal hoch und runter und tankst dich ab. Ja, gut, dann kann ich jetzt bei den Tieren hin. Ja, irgendwas mit CSI New York. Also, ich interessiere mich für sowas ja nicht. Dann muss ich kurz mal gucken. Nee, ich sag Sven sonst rechtzeitig Bescheid wegen Dings und dann, wenn er das schafft, schafft er es. Wenn nicht, tanke ich mich selber ab. Ja, du hast ja jetzt keine 300 Kilometer zu fahren. Nee, 500, ne? Das muss alles gemacht werden. Auch wenn ich mal das Tempomat ausmachen beim Vorwärts-Rückwärts-Fahren. Wird Sinn machen. Nö, warum? Ich das Tempomat einfach an. Mach nur mit der Leertaste Vorwärts-Rückwärts mit Lenken und der GPS wieder an. Und dann. So, ja, gut. Wieder runter und dann gib ihn. Alter, die Ballen, die stehen hier auch auf halb acht. Ja, das war ich, weil ich das getestet habe mit dem Dings. Mit dem Kompaktlader da. Mit dem Kompaktlader, genau. Ich finde mir den Kompaktlader, da kann ich besser stapeln wie mit dem Träger. Viel übersichtlicher. Ja, ist es auch. Ah, oh, hier sieht's aus. Das Geile ist ja, der Ruder, der dreht ja fast auf der Stelle, ne? Da muss ich schon sagen, der dreht fast auf der Stelle, der Ruder. So. Ja, da kannst du dich hinstellen und einmal rum und einmal am Kreis drehen. Das ist fast so wie der Kompaktlader. Ja. Wann hab ich bei mir auf dem Singleplayer das letzte Mal Kartoffeln gerobelt, ey? Schon richtig lange her. So, jetzt mal kurz gucken. Also, Kühe. Wasser, Stroh, Gras, Heu, Silage, Kraftfutter. Ja, wir haben alle. Also, machen wir erstmal Wasser. Jetzt wissen, wo das Wasserfass steht. Steht oben bei den Schweinen, glaube ich. Nee, oder bei den Kühen. Ja, bei den Kühen bin ich gerade. Der ist oben wahrscheinlich bei den Schweinchen. Da haben wir uns eigentlich gerade nicht braucht. Achso, du bist jetzt gerade am Tiere machen, oder? Ja. Hast du den Kompaktlader mit, oder? Nee, den ganz normalen Träger. Ah, hier steht das. Den Holländer. So, weil wir sagten, wir wollten ja den Kompaktlader nehmen für die Kühe. Ja, eigentlich schon, aber wir haben da noch keine Schaufel für das zum Ausmisten und sowas. Ist ja alles noch nicht da. Wow, ist ja fast leer. Wir werden erstmal Wasser holen. Du kriegst ja gleich. So, ich bin wieder da. Ich bin irgendwie gerade gegen die Halle gefahren, aus Versehen. Ja, toll. Jetzt müssen wir die auch noch reparieren. Nee, der Ruder ist viel, viel wertvoller. Obwohl, der ist nur gemietet. Das ist nicht so schlimm. Ja. Normalerweise müssten wir rein theoretisch den Schaden reinnehmen. Nee. So oft wie ihr in der Brücke im Graben fahrt, da. Nee. Pass dich mal in die eigene Nase. Das geht das nicht. Gleich ist automatisch tot. Ja, aber du sagst. Gleich ist dann dauernd immer tot, oder nicht? Würde ich jetzt mal sagen. Gleich die lebendig sind. Ja, nee, das klatscht das nicht. Ja. Walking Dead, oder? Ach ja.
Berg runter. Vorwärts. Ben? Ja? Wenn du schaffst, kannst du gleich mal herkommen. Ich gleich wieder runterfahre. Wenn Jan dich nicht gerade braucht. Ich hab jetzt 95% und bin einmal rüber. Sven, du kannst eigentlich, oder einer von euch, wer auch immer gerade Zeit hat, hier den Anhänger hier hinten am Ende hinstellen. Jo, geht los. Ich komme noch einmal bis zum Dings und dann tanke ich eben ab. Mal hier in das Rohr und lass ihn hier stehen. Hast du mal nicht ausprobiert, ob du das Wasserfass auch in einem Kompaktlader hängen kannst? Das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Mal gucken, ob das geht. Das Ding hat noch nicht mal den Anhänger, gucken. Ja, stimmt. Aber hinterm Auto müsst du das hängen können. Ja, das könnte ich mal ausprobieren gleich. Können wir nachher machen, nach der Aufnahme können wir so Scheiche bauen. Das nehme ich auch mit auf. Können wir mal gucken, ob das Auto da so einen riesen Anhänger zieht, voll. Ja, das könnte interessant werden. Ah, ich habe 90 fertig. Mann. Normalerweise hat der Moment auf 10 eingestellt sein. Stopp! Das ist so krass. Hinten reingeschüttet, vorne macht sich ein Haufen. Das war online aber immer so. Das ist voll komisch. In der Mitte kommt ein Haufen, hinten und vorne nicht. Ja. So, ich bin leer. Ja, bin voll. Ja, hast du jetzt nicht viel getrunken, oder? Ja, aber ich hätte mich doch. Ja. Jetzt kann man den ganzen Scheiß hier nicht aushalten. Das ist nass. Ja, Jan trinkt meist Schnaps. Jo. Schnaps. Schnaps. Mais Schnaps. Mais Schnaps. Besser als Mais Durchfall. Schnaps. Ja. Mais durchgefallen, ja. Schnaps. Das ist ein komisches Wort. Schnaps. Ja. Schnaps. Schnananana. Schnananananaps. Schnananananaps. Nabeltasse. Was? Ja. Nabeltasse, ja. Das hast du auch eine Nabeltasse. Nee, ich nicht. Aber meine Frau. Die hat bestimmt eine Nabeltasse. Ja. Nippeltasche, ja. Was? Bitte? Wieso eine Nippeltasche hat doch nur Frauen, oder nicht? Ich habe keine Ahnung, was eine Nippeltasche ist. Erklär's mir. Oder ein Melonenhalter. Ja, so kann man die Dinger auch nennen. Ein Melonenhalter ist ein BH. Ein Busenhalter. Ja. Ein Brüstenhalter. Büstenhalter. Ja, aber eine Büste ist wieder was anderes, ne? Was heißt KW? Und was heißt KW umgedreht? Was KW? Oder was bedeutet KB, wenn du es umdrehst? Bruder Hularius. Nein. Wenn du HB umdrehst, dann fallen die Zigaretten raus. Ich muss mal ganz kurz die Füße heben. Der war so flach, ey. Der war aber gut. Check ich nicht. Bin ich blond? Ist hier, denke ich, eigentlich immer noch bei dir? Unser Praktikant, ja, der ist noch hier. Ah, er wartet auf seinen Einsatz. Ja, kann er lange warten, im Moment. Da, im Praktikantenträger. Den können wir ja nachher mal zum Grubbern schicken mit seinem Träger. Ja. Ob der das schafft? Du, ich muss sagen, also mit GPS kann er das besser. Nein, ich meine von der PS-Zahl den großen Grubber ziehen. Ja, das kriegt er schon hin. Wenn er die Drehmaschine schon ziehen kann,
Ja, Drillmaschine geht nicht so weit im Boden wie so ein Grubber, ne? Oh, mach nix. Schade, dass wir die Tiefengrubber nicht dabei haben. Ja, ich hab die. Ah, ich hab den auch, aber schade, dass der hier nicht dabei ist. So ein Dreierpack, ne? Ja,